Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem kleinen neuen Video auf meinem Kanal Let's Survival. Und zwar, es geht ganz kurz um das Video von Mario Loof. Mario Loof hat uns in einem kleinen kurzen Video, das ging 12 Minuten, kurz mal erklärt, was seiner Meinung nach technisch nicht mit dem Spiel stimmt und seine Aufforderung, um das kurz zu greifen, Massive sollte das Spiel abgeben. Denn die machen nicht das, was wir als Community brauchen oder wollen. Alleine schon, dass es niemand interessiert, was in der Dark Zone passiert. Dass niemanden interessiert, dass die Talente völlig wirrwarr sind. Wieder mal. Muss man ja sagen, wir hatten es aus dem Jahr 1, dass bestimmte Talente einfach nicht gebraucht werden. Dass bestimmte Sachen, Attribute nicht benötigt werden. Als Beispiel gibt es da natürlich zum Beispiel Lebenspunkte. Oder Sprengsatzwiderstand braucht man in der Open World, in der Mission, in diesen ganzen Modus nicht. Man kann es auch ohne schaffen. Und es stellt sich halt die Frage, zum Beispiel, was macht nah und persönlich auf einem Scharfschützengewehr? Oder was macht Ranger mit 2% gegenüber zum Beispiel Optimist, wo du 3% pro 10% Magazin, die du verlierst, dazu bekommst? Was ist das für ein Talent, was überhaupt keinen Sinn macht? Es macht keinen Spaß, es macht keinen Sinn. Zum Beispiel gibt er hier zum Beispiel Verschanzen. Verschanzen ist ein Talent, das braucht keine Sau, ja. Oder zum Beispiel, wie gesagt, Bombenleger ist jetzt auch nicht das Talent, was man nutzen muss. Das ist zwar eine Radiuserhöhung, aber was bringt dir diese Radius, wenn die NPCs sowieso aus den Granaten abhauen? Und technisch gesehen ist auf der PlayStation 4, da spielt ja Mario Loof selbst, ganz, ganz arm dran. Die haben Deltas, die haben viel zu viele Fehler, Bluescreens etc. Das Spiel läuft technisch dort so unterirdisch, dass man eigentlich sagen müsste, das Spiel müsste komplett general überholt werden für die PlayStation. Auf PC ist es natürlich völlig was anderes, das funktioniert recht gut. Wir wissen ja aus meinen Streams auch, ich habe relativ wenige Abbrüche, wenige Deltas, wenige Fehler. Und jetzt können wir natürlich hoffen, dass es alles besser wird und dass natürlich Massive daraus lernt. Aber ganz ehrlich, wir sind jetzt anderthalb Jahre in The Division 2 und Jahr 1 war eine Katastrophe. Gibt auch ein Video von mir darüber, warum Jahr 1 gescheitert ist. Habe ich in 45 Minuten wirklich alles aus den Foren zusammengekramt und alles analysiert und erzählt und wieso und weshalb. Unten Link in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ist ein sehr interessantes Video, warum Massive im Jahr 1 versaut oder abgelost hat. Ja? Und im Jahr 2, jetzt zum Beispiel auf der PlayStation, werden die Texturen nicht mehr richtig geladen. Man hat in der Dark Zone zum Beispiel Wände, wo man nicht langkommt. Unsichtbare Wände gibt es auf dem PC übrigens auch. In der Dark Zone komme ich dann nicht mal aus der Tür raus, ohne plötzlich irgendwelche unsichtbaren Wände zu haben. Und diese unsichtbaren Wände waren vor TU11 nicht da. Das heißt, du konntest vor TU11 in der Dark Zone wunderbar spielen. Nach dem TU11 Update, auch mit TU11 11.1, ging das nicht, geht nicht. Du kriegst sofort eine Wand, eine Alpha-Wand, wo du einfach dagegen läufst. Du kannst nichts machen, du kannst dann nicht rüberlaufen, du hängst fest, du weißt nicht, wie die Wand ist, du siehst ja nicht. Und du kannst aber durchschießen. Und das ist doch nervig. Nervig, weil du ja nichts dagegen tun kannst. Du siehst die Wand ja nicht. Und das ist, wie gesagt, auf PC auch. Das sind technische Dinge, wo ich mir dann überlege, als Konsument, warum spielst du das eigentlich noch? Das Spiel macht mir ja Spaß. Auch Mario Loof sagt ja, ihm macht das Spiel ja technisch Spaß. Spielerisch Spaß. Das Problem ist aber, technisch ist so eine große Diskrepanz zwischen, hier sieht man es nochmal, er läuft, ja, und hier bleibt er zum Beispiel an der Wand hängen, dabei kommt nicht mehr weg, da kann er nicht wegrollen, ja, und dann wird er noch eingeschäumt und vergiss es. Also keine Chance, da irgendwie ranzukommen. Und das ist auf dem PC genau dasselbe. Dark Zone ist ein einziges Kraus. Am besten, man schließt die Dark Zone komplett ab, man macht sie komplett dicht, macht was Neues. Das, was da momentan läuft, ist definitiv ein Verramschen des Spiels. Es sind keine guten Entwickler mehr dran, die sich das Spiel überhaupt mal anschauen, die das Spiel auch mal spielen. Also wer das spielt, muss das doch mitbekommen.
Ich wollte das mal mitmachen, weil Mario Luft denkt ja erst alleine um dieser Kritik, aber wer mich kennt und wer meinen Kanal auch verfolgt, der weiß genau, dass es bei uns genauso immer Thema ist. Loot zum Beispiel, dass der Loot einfach teilweise unterirdisch ist, dass wir teilweise gar keinen richtigen guten Loot bekommt auf Heroic oder Legendär. Ich meine, ich spiele doch Legendär, um guten Loot zu bekommen. Teilweise droppt ja, wenn was droppt, ja nicht mal irgendwas Gutes. Ja, das ist einfach nur schlecht. 60%, 70%, 75%. Was habe ich denn heute zum Beispiel gefunden? Ich glaube, 3 Items, die relativ okay waren. Auch keine guten Items, die ich jetzt gesucht habe. Und da fragt man sich dann, was das eigentlich zu bedeuten hat. Also was soll das denn werden? Was ist das eigentlich so? Was ist das Ziel von Massive? Ich meine auch, dass jetzt keine wirklichen Infos geben, wie die Roadmap ist. Sie sagen ja nicht, was kommt, was ist geplant, was. Sie machen jetzt nur so, ja, Seasons, ja, okay, wir haben jetzt die Season 3, jetzt kommt auf jeden Fall Dezember Season 4 mit einem Special Event, mit dem Candy College Nightmare, ja, es wird wahrscheinlich einfach ein Hunter Event sein, aber was genau, wie und warum sollte ich da mitmachen? Also was ist das, was mich daran jetzt hält, das Spiel zu spielen und dann dort mitzumachen? Das erklärt mir Massive nicht. Massive ist das im Moment egal. Also ich finde, die wollen ja, dass wir Geld investieren in den Season Pass. Die wollen ja auch, dass wir Geld investieren wahrscheinlich in den nächsten Season Pässen. Also auch, dass wir sagen, okay, Jahr 3 kommt und da kommt neuer Inhalt, vielleicht neuer DLC und was? Warum sollte ich jetzt dem Jahr 3 mehr vertrauen als dem Jahr 2 oder dem Jahr 1? Wird wieder alles besser, ja. Das haben sie uns schon mal gesagt. Das ist ein echtes Dilemma, um das mal mit den Worten zu sprechen. TO 12 steht vor der Tür. Da soll ja auch ein neues Gearset reinkommen. Wir haben jetzt so viele Talente, so viele Gearsets, so viele Sachen. Wir kommen jetzt noch nicht mal zurecht. Wenn man jetzt was sucht, hat man schon sehr, sehr viel Probleme, das zu finden. Das wird ja immer schwieriger. Und sie haben mal gesagt, dass sie alles verbessern wollten in Jahr 2 mit dem Loot-System 2.0. Und ich muss ehrlich gestehen, es war am Anfang auch relativ gut, weil sie haben einfach mal alles ein bisschen aufgeräumt, haben Attribute Ranges und so weiter verkleinert, haben dann gezeigt, hey, hier, bis dahin geht's und so. Diese war ja auch ein guter Ansatz. Das Problem ist, dass irgendjemand da eine Entscheidung getroffen hat. Wir müssen immer mehr reinbringen, 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 immer mehr reinbringen. Und wir sind gerade an den Punkt gekommen, wo das Mehr einfach nur noch sinnlos ist. Wer weiß denn? Jeder kennt es. Ich suche einen Rucksack mit einem Talent. Ich suche eine Brust mit einem Talent. Ich kann die Brust meistens gar nicht benutzen, weil das Talent nicht richtig ist oder irgendein Attribut gerollt werden muss, weil ich kann ja nur ein was rollen. Also muss das andere ja schon gut sein und wenn ich aber nichts Gutes finde, kann ich auch nichts ändern. Das ist, man sucht sich einen Wolf. Wenn man das findet, dann ist man wie im Sechser im Lotto. Ich glaube, ich habe schon 3-mal hier im Spiel im Lotto gewonnen. Denn so viele Sachen, wie ich gefunden habe, muss ich ehrlich gestehen, das ist Schwein, Glück. Und ich glaube, ich habe den Entwickler bestochen. Aber wenn ich andere sehe, die ewig lange suchen, um das zu finden, die spielen 12, 13, 14 Stunden und finden dann immer noch nicht das, was sie gesucht haben. Und ich muss ehrlich gestehen, das kann doch nicht sein. Und ich weiß, dass es euch genauso geht. Ich würde gerne, dass ihr mal unter Mario Luvs Video geht, natürlich auch gerne bei mir was drunter schreiben, aber unter Mario Luvs Video geht und vielleicht mal dort bei ihm das nochmal dokumentiert. Und Link des Videos von ihm ist unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr bei mir auch einen Kommentar da lasst, wie ihr das so seht. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass mir wieder so langsam der Mut verlässt, was das Spielentwicklung angeht. Das Summit ist auch nur ein Lückenfüller. Macht Spaß, ja, aber auch nicht dauerhaft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Einzige ist, was kommen wird. Aber ich befürchte es. Ich befürchte, dass Massive nicht daraus gelernt hat und immer noch diese Fehler macht und eigentlich nur uns beschäftigt, bis sie wieder einen neuen Köder werfen mit, wir haben jetzt verstanden, wir wollen es verändern und so weiter. Ich hoffe, dass wir bald mit Crossplay spielen können, mit Ubisoft Connect.
wird am 29.10. vorgestellt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel hier bald nicht mehr groß weiterentwickelt wird. Jahr 3 wird uns wahrscheinlich alle enttäuschen. Wir werden wahrscheinlich Jahr 3 nichts bekommen, was uns wirklich interessiert. Und Massive müsste eigentlich abdanken und jemand anders ans Ruder lassen. Ein anderes Team, was sich wirklich darum kümmert, was wirklich sagt, hey, wir haben verstanden, wir wollen euch als Spieler ernst nehmen. Weil im Moment, muss ich ehrlich gestehen, finde ich, dass wir nicht ernst genommen werden. Haut rein, das soll es schon gewesen sein. Und wenn ihr mitspielen wollt im Discord, einfach mal reinkommen. Können wir auch schön diskutieren und labern. Und dann bis später. Haut rein. Bis dann. Gut Loot. Und have fun.